Seevögel in ihrem Element. Sie zeigen, wo Fische an die Oberfläche steigen und Wale jagen. Vor den Kanaren, dort wo Nord- und Südatlantik zusammentreffen, leben 28 Wal- und Delfinarten. Die Meeresbiologin Antonella Servidio erforscht im Auftrag der Europäischen Union die Lebensräume der Wale und die Gefahren, die sie bedrohen. Mein Traum war es schon immer, die Wale zu erforschen. Wale sind sehr empfindliche Tiere. Wir möchten unbedingt herausfinden, ob der steigende Lärm in den Weltmeeren ihre Verständigung stört. Ich wünsche mir, dass wir sie eines Tages verstehen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Mit Pfeifen und Klicken verständigen sie sich. In Frequenzen, die wir Menschen nur teilweise hören können. Mit ihrem Klicken teilen sie sich vermutlich ihre Positionen untereinander mit. Grindwale, auch Pilotwale genannt, sind sehr soziale Tiere. Sie leben in Gruppen mit bis zu 30 Individuen. Ob sie in Lieblingsformationen tauchen, als Paare, in Dreiergruppen? Ein Pärchen voller Zärtlichkeit. Die einen sind zurückhaltend, die anderen verspielt. Eine Plastikfolie, unachtsam ins Meer geworfen. Sie spielen damit. Das Spiel gleicht einem Staffellauf. Was denken Sie wohl über uns mit Ihren Gehirnen, die größer sind als die unseren? Da kommt ein Bulle. Ein Weibchen folgt neugierig. Männchen erreichen ein Alter von ca. 45 Jahren. Weibchen werden bis zu 60 Jahre alt. Obwohl körperlich kleiner als die Bullen, sind sie die Anführerinnen der Sippen. Mit ihren muskulösen Körpern gehören Grindwale zu den Athleten unter den Walen. Hier ist alles in Ordnung. Kein Lärm von Schiffsmotoren. Hier können sie problemlos kommunizieren. Hast du gesehen? Wir sind gerade durch eine Wolke Walscheiße getaucht. Kleine Stücke spülten kurz hier und da vorbei. Wir machen weiter unsere Runde und schauen uns besonders die Unterwassergebirge an, wo die Strömung nährstoffreiches Wasser nach oben spült. Delfine. Früher waren den Fischern die Tiere noch egal. Heute geben sie mir sogar die Position durch, wenn sie welche sehen. Mit meinem Unterwassermikrofon zeichne ich ihre Klicklaute auch in für uns unhörbaren Bereichen auf. Wale und Delfine sind leichter über ihre Laute als mit unseren Augen aufzuspüren. Mit ihrem akustischen Ortungssinn scannen die Tiere das Unterwassermikrofon ab.
Was ist das? Grässlich. Vom Fischerboot kann es nicht kommen. Sie está escuchando algo. Maria, hörst du's? Ein schriller Ton, so laut, dass die Aufzeichnung übersteuert. Unerträglich. Wo sind die Delfine? Rechts hinter der Klippe. Ein Marineschiff. Noch 5 Meilen entfernt. Höchste Alarmstufe. Das müssen wir aufnehmen. Das hört sich nach einer U-Boot-Jagd an. Seit 11 Minuten hören wir ein Sonarsignal. Wahrscheinlich kommt es von dem Marineboot hinter dem Felsen. Diese Situation hat Antonella schon einmal erlebt. Am 14. September 2002 vor Fuerteventura. Am frühen Morgen beginnt die U-Boot-Jagd der NATO-Verbände. Morgens um 7 stranden bereits die ersten Tiere. Delfine. Helfer sind sofort zur Stelle. Schlimmer trifft es die Schnabelwale, 6 Meter lange, torpedoförmige Tiefseejäger. Für diesen kommt jede Hilfe zu spät. Woran ist er gestorben? Antonella beginnt mit der Spurensicherung. In der Nacht hatte die NATO mit 58 Schiffen 6 U-Boote gejagt. Dabei setzte sie extrem laute Sonarschallwellen ein. Die Fischer sind ohnmächtig. Immer mehr Wale stranden. Auf dem scharfen Fels reißt jeder Flukenschlag tiefe Wunden auf. Sein Schicksal ist besiegelt. Ein langsamer, qualvoller Tod. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Marineübung und den Strandungen? Die Indizien sind erdrückend. Ein spanischer Admiral kommt zu einer Aussprache. Es ist nicht recht, dass die Tiere sterben müssen, nur weil sie üben. Unter Millionen Tieren sind schon mal ein paar Kranke. Gestorben sind sie bestimmt schon, bevor wir kamen. Ich bitte Sie. Sie zerstören unsere Lebensgrundlage. Auch nach anderen Manövern wiegeln die Verantwortlichen ab. Auf einer Pressekonferenz, die 2005 auf einem Flugzeugträger stattfindet, erklärt ein Konteradmiral: Da gibt's Tiere und Fische. Wir tun alles, um keinen Schaden anzurichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eines Tages ohne Sonartechnologie U-Boote jagen. Wieder Bilder aus dem Mai 2002. Weitere Wale stranden. Doch hat die Marine recht? Kann eine Krankheit die Ursache sein? Tierärzte der Uni Las Palmas beginnen mit der Autopsie. Es muss schnell gehen, bevor Verwesung einsetzt. Nahrung ist noch im Magen, verhungert ist er nicht. Dann Luftblasen in der Leber. Luft in Blut und Organen ist tödlich. Ein Fall fürs Labor. Einige werden für weitere Untersuchungen abtransportiert. Woher kommen die Gasblasen? Ist es voreilig, die Marine damit in Verbindung zu bringen? Oder sind sie beim Tieftauchen gestorben? Auf El Hierro versuchen Antonellas Kollegen, das Geheimnis der bisher kaum erforschten Tiefseejagd der Wale zu erkunden. Das sind 3 Ausgewachsene. Das Team sucht von Land und von See nach der Position der Wale. Da die Wale tiefer tauchen als die meisten Forschungs-U-Boote, ist über ihre Lebensweise wenig bekannt. Erstmals soll eine Hightech-Sonde an einen Wal geheftet werden. So kann ihr Leben in der Tiefsee aufgezeichnet werden. 3 Ausgewachsene, keine Kälber. Gut zu markieren. Klein wie eine Butterbrotdose, teuer wie ein Kleinwagen. Der Minispion ist druckresistent, versehen mit Datenspeicher für 24 Stunden. Eine Sonde, die selbst in 2000 Meter Tiefe Daten aufzeichnen kann.
Er dreht nach dort, diese Richtung. Die letzten Meter. Getroffen. Dem Wal wird nichts geschehen. Von nun an wird jede Bewegung und jeder Laut aufgezeichnet. Antonella hat sich nach Lanzarote aufgemacht. Dort trifft sie andere Wissenschaftler. Alexandros Francis ist aus Griechenland angereist. Er ist der erste Wissenschaftler, der die Auswirkung von Marinemanövern auf Wale erforschte. In seiner Heimat konnte er nach Manövern jahrelang keine Schnabelwale mehr finden, als ob sie über Nacht ausgestorben waren. Bilder aus dem Jahr 1996. Die NATO testete vor Griechenland im Golf von Kyperisiakos neue Sonare. Es ist verblüffend, wie sehr sich die militärische Sonartechnik und die Jagdtechnik von Walen ähneln. So wie das Militär mit Schall nach U-Booten jagt, peilen seit Millionen von Jahren Wale mit Schall nach Beute. Das Echo verrät ihre Position. Wale reagieren auf Schall hochempfindlich. Was ist, wenn sie von Sonarlärm lauter als ein startender Düsenjet getroffen werden? Alexandros ist überzeugt, dass der Lärm tödlich ist. Wenige Stunden nach Beginn der Flottenübung dokumentierte er die erste Strandung. Dann wurden es immer mehr. Es war die Gruppe, die ihm über Jahre ans Herz gewachsen war. Traurige Momente. Konnte es Zufall sein, dass so viele Wale an einem Tag strandeten, im Abstand von jeweils 12 Kilometern? Dass ein Wal bei ihnen strandete, kam im Golf von Kyperisiakos alle paar Monate vor. Aber 16 an einem Tag? Könnte es sein, dass ein Marineboot die ganze Bucht mit seinem Sonar befeuerte? Wann genau begann das Manöver? Die Militärs gaben keine Antwort. Alexandros recherchierte die Manöverdaten. Universität und Militär baten ihn zu schweigen. Dennoch machte er seine Beobachtung publik. Umgehend setzte ihn die Universität von Athen vor die Tür. Forschungsgelder der Marine sind hier unverzichtbar. Schon seit Stunden suchen Alexandros und Antonella nach den Schnabelwalen. Selbst ihre geübten Augen finden kein einziges Tier. Sollte auch hier eine Population ausgelöscht sein? Oder ist heute nur ein schlechter Tag? Vielleicht jagen die Tiere gerade in der Tiefe? Kurswechsel. Sie schauen sich die Strände an, wo in den letzten Jahren immer wieder Schnabelwale gestrandet sind. Mit an Bord ist auch Vidal Martin, der Direktor des Walmuseums auf Lanzarote. Er hat die uns bekannten Strandungen auf den Kanaren auf Karten verzeichnet und zu Seemanövern in Beziehung gesetzt. Seemanöver 1985. Fuerteventura, 12 tote Wale an 4 Orten. Seemanöver 1986. Lanzarote, 5 tote Tiere. 1987. Lanzarote, 5 Kadaver. 1988. 6 Strandungen. 1989. 20 tote Tiere. 2002. 16 Strandungen nach einem Seemanöver. Wasser ist ein leitendes Element.
Aber reicht der Sonarschall tatsächlich so weit, um sogar 50 Kilometer entfernte Walschulen tödlich zu treffen? Diese Frage kann nur die Marine beantworten. Aber sie weiß, ihre Geheimnisse zu hüten. Ein britischer Sonarexperte ist dennoch bereit, sich mit Antonella zu treffen. Sie macht sich auf den Weg nach Glasgow. In Schottland liegt eine der bestgeschützten U-Boot-Basen Europas. Zuerst will sie Aufnahmen von der Basis machen. Das Hauptquartier der Royal Navy ist Standort der strategischen U-Boot-Flotte. Ist an unserem furchtbaren Verdacht etwas dran? Existieren tatsächlich Unterwasserschalltechnologien mit solcher Kraft, dass sie im Radius von 50 Kilometer Walsterben verursachen? Es gibt nicht einmal 300 U-Boote außerhalb der NATO, die potenziell gefährlich werden könnten. Lohnt dafür all dieser Aufwand? Ed Harland kommt aus Südengland. Er arbeitete 38 Jahre in der Rüstungsindustrie. Die letzten 12 leitete er Sonarübungen. Dabei beschäftigte er sich auch mit den Auswirkungen auf die Wale. Antonellas Bitte, die Technik am U-Boot-Stützpunkt Fars Lane aus der Nähe betrachten zu dürfen, wird abgelehnt. Nationales Interesse, Sicherheitsprobleme, heißt es. Auch Ed Harland hat keine Zutrittserlaubnis. In den letzten Jahren hat sich viel getan. Die Sonartechnik wurde in Großbritannien vorangetrieben. Sie war die Antwort auf die deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg. Kaum mehr ein britischer Konvoi passierte unversehrt die Seeblockade. Fast wäre es der deutschen U-Boot-Flotte gelungen, Großbritannien von aller Versorgung abzuschneiden. Die U-Boot-Jagd wurde zur wichtigsten Aufgabe der Royal Navy. Im Gegenzug rüstete die Reichsmarine ihre U-Boote immer weiter auf. Größer, leiser, gefährlicher. Das britische Sonar wurde weiter verbessert. Doch die Reichweite blieb begrenzt. Der Schall der Unterwasserlautsprecher reichte nur 2 Kilometer weit. Um U-Boote in weiterem Umkreis zu orten, fehlte noch das Know-how. Der Kalte Krieg. Sonare werden immer wichtiger, denn die neuen Atom-U-Boote mit ihren Interkontinentalraketen stellen eine neue Dimension der Bedrohung dar. Anfang der 60er Jahre gelingt den Amerikanern der Durchbruch. Die neuen Sonare, die bald zum Standard gehören, reichen nun bis zu 100 Seemeilen weit. Keiner stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Sonare auf das Leben im Meer haben. Russische U-Boote kreuzen vom Nordpol bis zum Südpol. Ständig und überall bereit, ihre tödlichen Waffen abzufeuern. Die leisesten U-Boote kommen heute aus Deutschland. Brennstoffzellenantrieb und Tarnkappentechnologie. Eine neue Herausforderung für die Sonare. Mit großem Tempo dreht sich die Rüstungsspirale. Was bedeutet das für die Wale? Antonella ist gespannt, was Ed Harland ihr zu sagen hat. Guten Morgen, Antonella. Das ist die Fastlane Marinebasis. Hier sind U-Boote und Kriegsschiffe stationiert. Lass uns runtergehen, da können wir besser sehen. Ed hat zugesagt, ihr Einblicke in die Technik der Marine zu gewähren. Deshalb ist sie extra von den Kanaren gekommen. Von hier aus fuhr Ed Harland Einsätze als Leiter von Sonarübungen. Sein Job war es, die optimale Ortungstechnik für die U-Boot-Jagd herauszufinden. Ed erzählt Antonella, dass die Navy alles versucht, um die Wale zu schonen. Er zeigt der Biologin Atom-U-Boote der Vanguard-Klasse, harmlos aussehend, jedoch mit Atomraketen bestückt.
Das ist unser wichtigstes U-Boot. Auf dem Computer kann ich dir mehr zeigen. Okay. Eds Rekonstruktionen zeigen, was bei der U-Boot-Jagd passiert. Ein Torpedo kann einen Flugzeugträger versenken. 7 Torpedos, einen ganzen Flottenverband. In der schier unendlichen Unterwasserwelt könnte das feindliche U-Boot überall lauern. Deshalb trägt jede Fregatte ein Sonar im Bug. Das größte Lautsprechersystem, das jemals entwickelt wurde. Es kann selbst auf große Entfernung U-Boote orten. Das technische Meisterstück besteht aus Hunderten von Kristallstäben, die unter Strom gesetzt werden und dann mit ungebremster Kraft starke Schockwellen mit einer Frequenz von 3500 bis 3800 Hertz durch die Meere stoßen. Die Echos werden an Bord analysiert. U-Boote werfen einen spezifischen Schall zurück. So kann ihre Position exakt bestimmt werden. Trennschichten zwischen warmem Oberflächen- und kaltem Tiefenwasser bilden Kanäle, durch die der Schall wie durch ein Glasfaserkabel geleitet wird. Meist verstecken sich die U-Boote unter diesen Schichten. Deshalb wird ein zweites gigantisches Lautsprechersystem an langen Kabeln in die unteren Schichten herabgelassen. Es erreicht mit tieferen Frequenzen eine noch höhere Reichweite. Dieses System wird von allen Flotten der westlichen Welt zur U-Boot-Ortung genutzt. Zusammen können die beiden Lautsprecher das Meer bis auf den Grund nach U-Booten abtasten. Das zeichnet moderne Schiffe aus. Nun wird mir erst klar, wie riesig der Radius des Sonarschalls ist. Zwar geben sich Militär, Industrie und Marine gesprächsbereit, doch ganz lassen sie sich nicht in die Karten schauen. Antonella weiß nun, dass es theoretisch möglich ist, dass Wale über große Distanzen vom Sonar getroffen werden. Wenn Wale selbst in Friedenszeiten durch Sonar sterben, was richtet diese Technik dann erst im Krieg an? Ed behauptet, dass in England nach Sonareinsätzen niemals Wale gestrandet sind. Kann das sein? Erst 100 Meilen vor der britischen Küste wird der Atlantik tiefer, endet der flache Schelf. Nur dort leben tieftauchende Wale. Wird ein Tier vom Schall getroffen, driftet es mit dem Golfstrom davon. Kein Wunder, dass tieftauchende Wale niemals nach Seemanövern an der britischen Küste gestrandet sind. An der Universität Aberdeen sammelt der Zoologe Colin McLeod Strandungsdaten aus aller Welt. Oft sind weder Größe und Geschlecht der Wale bekannt, noch die Umstände ihres Todes. Er recherchiert die Lebensräume der Tiere, registriert Veränderungen. Er interessiert sich nicht für militärische Aktivitäten. Ich muss mir also mein eigenes Bild machen. Antonella hofft, dass aus den Daten des Biologen Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Sonartechnologie und den Walstrandungen zu erkennen sind. 16.000 Strandungen hat Colin McLeod hier registriert. Schön, dich zu treffen. Das weitreichende Sonar gibt es erst seit den 60er Jahren. Gab es damals einen sprunghaften Anstieg von toten Walen am Strand? Antonella hat jetzt die Chance, wieder ein Stück in ihrer Untersuchung voranzukommen. Dieser wurde in der Themse gefunden. 52,5 Grad Nord, 0 Grad West. Nicht aus allen Regionen der Welt gibt es zuverlässige Daten.
Wir haben aus einigen Gebieten sehr wenige Informationen. Zum Beispiel wissen wir sehr wenig über Schnabelwale vor Westafrika. Nicht, weil dort keine Wale leben, eher, weil es keine Aufzeichnungen gibt. Im Zeitraffer wird deutlich, 1805 wird die erste Strandung erwähnt. Stets gibt es weniger als 20 pro Jahr. Lange bleiben die Zahlen konstant. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg steigt die Zahl an. Stärker noch im Zweiten Weltkrieg. 1960 ein sprunghafter Anstieg weltweit. Hängt dies mit den neuen Sonaren zusammen? Oder ist das nur eine zufällige Gleichzeitigkeit? Antonellas nächste Verabredung ist in London. Habe ich den Beweis gefunden, dass Sonarschall schuld ist am Tod vieler Wale? 1960 jedenfalls steigt die Zahl der Strandungen laut Colin eindeutig an. Andererseits stieg zur gleichen Zeit das öffentliche Interesse an den Walen. Gibt es einfach nur mehr Aufzeichnungen? Ich sehe mir Colins Daten einmal genauer an. 1960, Japan, Yokosuka, Amerikas wichtigster Militärhafen in Asien. Massenstrandungen gibt es dort erst, seit die neuen Sonare im Einsatz sind. Ebenso in Kalifornien. Erst seit den 60ern auch vor der Marinebasis San Diego Strandungen. Zufälle. Im Zoologischen Institut von London. Tierarzt Paul Jepson seziert wie fast jeden Tag einen angespülten Kadaver. Er sucht nach Parasiten und äußeren Wunden. Was war die Todesursache? Alles wird dokumentiert. Zur Untersuchung der inneren Organe wird der Kadaver geöffnet. Haut- und Gewebeproben gehen ins Labor, um sie unter anderem auf Schwermetalle zu untersuchen. Hi, Anton. Hallo, Antonella. Wie geht's dir? Das ist ein junges Delfinweibchen. Female common dolphin. Eines der größten Organe im Unterleib ist die Leber. Sieht normal aus. Wir schauen nach Größe, Form und Farbe. Seit einigen Jahren beobachtet Paul Organschäden, die zuvor nicht bekannt waren. Lass uns erst die Leber eines gesunden Delfins ansehen. Diese Leber zum Beispiel ist normal. Diese Leber hingegen ist von Blasen durchsetzt. Sie können durch eine Gasembolie entstanden sein. Es kann sein, dass sich dieses Tier furchtbar erschreckt, sein Verhalten dramatisch verändert hat. Paul Jepson demonstriert seine Vermutungen mit einer Animation. Auch tieftauchende Wale müssen nach heutigem Kenntnisstand gemächlich auftauchen. Getroffen. Der Wal schießt los. Der Druck fällt. Blitzschnell perlt Gas ins Blut. Innerlich bläht der Körper auf. Gas verstopft alle Adern. Das Blut fließt nicht mehr. Herz und Gehirn werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. In der Leber entstehen Blasen bis zu Tennisballgröße. Könnte es das Sonar sein, das die Tiere so in Panik versetzt? Orientierungslos treibt der Wal im Wasser. Der schnelle Druckabfall ist der Hauptgrund für die Blasenbildung. Eindrucksvoll. Die Blasen zerquetschen das gesunde Gewebe mit tödlichem Ausgang. Mein Besuch hat sich gelohnt. Zuerst wurde Paul für seine Theorie belächelt. Viele bezweifelten, dass es eine Taucherkrankheit bei Walen gibt. Antonella fliegt zurück nach El Hierro. Sie kennt die Schwäche an Paul Jepsons Theorie. Bis heute weiß man nur sehr wenig über tieftauchende Wale. Ihre Kollegen sind dort mittlerweile dabei, das Tauchverhalten der Schnabelwale zu erforschen.
Von Land und von See aus suchen Natascha, Mark und die anderen Walforscher mit Peilantennen nach dem Minicomputer, den sie tags zuvor einem Tier angeheftet haben. Das Signal kommt immer aus derselben Richtung. Das heißt, der Minicomputer hat sich offenbar vom Schnabelwal gelöst. Aber sind die Daten des Tiefseetauchgangs auch aufgezeichnet worden? Das Team ist gespannt. Ich höre etwas. Da ist er. Wenn alles geklappt hat, sind erstmals alle Bewegungen eines Wals auch in der Tiefsee aufgezeichnet. Wir haben ihn und fahren in den Hafen. Auf diesen Tag haben die Biologen lange gewartet. Viele Fragen könnten von dem winzigen Gerät beantwortet werden. Wie tief tauchen Wale? Gleiten Wale auf ihrem Sinkflug leicht wie Vögel durch die Tiefsee? Jagen sie allein oder in Gemeinschaft? Wie navigieren sie durch die Meeresströme und behalten dennoch ihre Orientierung? Mark und Natascha haben es eilig. Sie wollen endlich wissen, ob der Minispion Daten aufgezeichnet hat. Über Infrarot startet Mark den Datentransfer. Ein spannender Moment. Mal sehen, was wir haben. Die beiden sind erleichtert. Die Daten sind intakt. Da ist das Tauchprofil. Wunderschön. Zum Aufbereiten in 3D werden wir die Datei nach Berlin schicken. Über die Datenhighways reist der Computercode in Sekundenschnelle nach Berlin, in die Seabase. Sie ist eine Gemeinschaft von Computerfreaks, die unter anderem dreidimensionale Raumschiffe konstruieren. Aber wie aus diesem Zahlenregen das Verhalten der Wale in der Tiefsee rekonstruieren? Keine leichte Aufgabe. Die zweite Reihe ist bestimmt die Tiefe und die letzte das Flughängen. Die 3D-Experten erkennen sofort, in den Daten des Minispions sind Walbewegungen, Tiefenänderungen und Kursabweichungen enthalten. Einmal in dem Programm selber schon rotiert haben, das führt hier eigentlich. Nun soll ein möglichst realistischer Wal konstruiert werden, dessen Tauchgang in einer virtuellen Welt nachgestellt werden kann. Dann schick dir mal rüber bitte, ja? Programme müssen geschrieben werden. Ich werde mal zunächst die Positionsdaten in eine Linie umwandeln und erstmal schauen, wie das aussieht. Und dann die Rotation machen wir dann anschließend. Dieses Modell ist von einem Wal noch weit entfernt. Die Leute von Seabase arbeiten in Teams mit verschiedenen Aufgaben. Die Schwierigkeit ist es, die unterschiedlichen Datensätze zu kombinieren. Das Skelett gibt Hinweise, wie man den natürlichen Bewegungsablauf simulieren muss. Die Männer haben studiert, wie sich ein natürlicher Wal bewegt. Nun müssen sie dem künstlichen Wal das Schwimmen beibringen. Niemand hat je gesehen, wie sich Wale tatsächlich in der Tiefsee bewegen. Virtuos wird das Verhalten des Wals rekonstruiert. Auch sein Tauchgang bis in 1200 Meter Tiefe. Nun das Biosonar der Wale. Sie orientieren sich mit einem Klicken. Der Schaltkegel leuchtet in der Animation. Das sind die Unterwassergebirge, in denen der Wal jagt. Der Tauchgang nimmt Gestalt an. Die Leute von Seabase haben kein Werk der Fantasie erschaffen, sondern die erste wissenschaftliche Rekonstruktion. Jetzt wird die Animation als Datensatz nach El Hierro übertragen. Dort warten Mark und Natascha bereits.
Die Datei aus Berlin ist da. Lass sie uns ansehen. Zum ersten Mal werden Mark und Natascha Tauchgang sehen. Auch Antonella ist eingeladen. Bisher war es unmöglich, Walen tiefer als 50 Meter hinterher zu tauchen. Nun folgen wir ihnen auf mehr als 1000 Meter Tiefe. Hallo, Antonella. Welche Geheimnisse bringt Marks digitaler Spion aus der Tiefsee mit? Ich bin sehr gespannt. Werden wir bald die Ursachen der Walstrandungen kennen? Wie sieht's aus? Die Vorführung beginnt. Dort, wo noch nie eine Kamera filmen konnte, wo kein Licht mehr hindringt, hat ein winziger Computer das Verhalten des Wals in allen Details aufgezeichnet. Die Linie stellt die Tauchkurve dar. Er schlägt kräftig mit der Fluke, um die ersten 70 Meter hinabzutauchen. Dann hört er auf, mit der Fluke zu schlagen und beginnt wie von selbst zu gleiten. Wie ist das zu erklären? Die Lungen müssen sich zusammengefaltet haben. Sein plötzliches Gleiten zeigt, dass er keinen Auftrieb mehr hat. Sein Körper also in etwa so schwer, wie das Meereswasser ist. Wie eine Rakete im All gleitet er nun abwärts in die Tiefe. Jetzt beginnt er zu klicken. 664 Meter Tiefe. Der Wal beginnt mit seinem Biosonar nach Beute zu spähen. Er hat etwas entdeckt, beginnt zu kurven. In 20 Meter Entfernung ein kleiner Kalmar. Die Jagd beginnt. Die Klickrate steigt. Ein sogenannter Buzz. Der Kalmar hat Glück gehabt. In Wirklichkeit ist es hier stockduster. Kein Licht dringt bis hierher vor. Der Wal orientiert sich nur durch sein Sonar. In der Animation ist der Schall als Licht kenntlich gemacht. Unermüdlich hat der Wal das nächste Ziel ins Visier genommen. Er ist auf 875 Meter abgeglitten. So tief taucht kaum ein U-Boot. Woher haben die Wale das Wissen, wie sie zwischen den zerklüfteten Tiefseebergen jagen? Wird es von Generation zu Generation weitergegeben? Oder folgen sie schlicht ihrem Instinkt? So findet der Wal sich zurecht. Jede Sekunde macht er sich mit seinem Sonar ein neues Bild seiner Umwelt. Wenn er etwas entdeckt, erhöht er auf 100 Klicks pro Sekunde. Nun ist er in 964 Metern Tiefe angekommen. 20 Minuten taucht er nun schon, ohne einen Atemzug. Die Echodaten verraten ganz deutlich einen Schwarm Tiefseekalmare. Er nimmt ihn ins Visier, umkreist ihn und schießt dann in ihn hinein. Wir kriegen eine Menge unterschiedlicher Echos. Starke Echos, schwache Echos. Die Unterschiede ermöglichen es, alle Ereignisse aus den Daten herauszulesen. Ein zweiter Schnabelwal ist aufgetaucht, knapp 200 Meter entfernt. Er schlägt mit der Fluke, rollt rückwärts. Das machen auch andere Arten. Er schwimmt kopfüber. Dass er den Kopf dreht, sehen wir an dem Winkel, in dem der Schall zurückkommt. Dann ein sehr steiler Anstieg. Schwimmt wieder, startet zu klicken, sucht nach seiner nächsten Beute. Das ist wunderschön. Jedes schnelle Klicken deutet auf einen Beutegang. Circa 30 kleinere Mahlzeiten macht der Wal pro Tauchgang.
wieder hoch auf 566 Metern. Der Wal erkennt eine Gruppe von Artgenossen. Einer schwimmt 150 Meter weit hinter ihm. Ein zweiter ist 30 bis 50 Meter weiter links. Es könnte ein Kalb sein. Die anderen scheinen sich in 641 Metern Tiefe nach getrennter Jagd zu versammeln. Die Sauerstoffreserven unseres Wals in Blut und Gewebe müssen bald aufgebraucht sein. Nach 40 Minuten. Zeit zum Auftauchen. Die anderen spähen noch nach Beute. Unser Wal ist jetzt nur noch 100 Meter unter der Oberfläche. Jetzt schlägt er mit der Fluke. Er steigt sehr langsam auf, schießt nicht steil nach oben. Schon seit 500 Metern hat er keinen Laut von sich gegeben. Dann gleitet er wieder, immer noch still. Nun dehnen sich seine Lungen. So kehrt er zurück ans Tageslicht. Niemand hat je zuvor gesehen, welche Abenteuer Wale in der Tiefsee erleben und wie sie nach 50 Minuten wieder durch die Wasseroberfläche stoßen und endlich wieder atmen können. Wale tauchen also von Natur aus langsam auf. Kein Wunder, denn ihr Blutgemisch ist extremen Druckveränderungen ausgesetzt. Die Schnabelwale sind still an der Oberfläche. Erstaunlich. Sie holen nach 50 Minuten nur kurz Luft und tauchen dann sofort wieder für kurze Erholungsphasen auf 200 Meter ab. Dabei sind sie die ganze Zeit stumm. Sie sind nur 2 Minuten an der Oberfläche. Ihre typischen Klicklaute in der Tiefe könnten helfen, die Unfälle durch Marinesonare zu reduzieren. Vor jedem Manöver sollten die Militärs Unterwassermikrofone tief herablassen und wenn sie Klicklaute von Walen hören, ihre Übung unterbrechen. Alle vermuten, dass Marinesonar die Wale in der Tiefsee so erschreckt, dass sie viel zu schnell auftaucht. Der Minispion hat gezeigt, dass auch Wale langsam auftauchen. Nur so wird verhindert, dass die Luft in Blut und Gewebe anfängt zu schäumen und die Adern verstopft. Ich will beweisen, dass Wale tatsächlich Panik bekommen, wenn die Marine ihr Sonar einschaltet. Wir müssen also mehr über die Reaktion der Wale auf ungewöhnlich starken Schall herausfinden. Noch ist das Rätsel der Strandungen nicht gelöst.